Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich zeige dir einmal, wie du ganz einfach mit Hilfe von DevelopSign ein NDA digital unterschreiben kannst. Hierzu erstellen wir zunächst eine Mappe. Die können wir halt benennen, zum Beispiel NDA. Fügen dann unsere Dokumente hinzu. Und gehen im nächsten Schritt auf den Button direkt signieren. Können uns nun eine Sicherheitsstufe auswählen, also eine einfache, fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur nach der eIDAS-Verordnung. Ich nehme jetzt mal als Beispiel ein fortgeschrittenes Siegel. Dann haben wir die Möglichkeit, uns das Dokument nochmal im Detail anzuschauen und am Ende unser Signaturfeld aufzubringen. Einmal kurz bestätigen, fertigstellen. Und das war's auch schon. Ich habe dir jetzt gezeigt, wie du ein NDA selbst digital unterschreiben kannst. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, einen Signaturumlauf mit mehreren externen oder internen Personen zu starten und so deinen Signaturumlauf noch weiter zu individualisieren. Vielen Dank!